Ich bin hier bei mir in der Wohnung zu Hause und habe euch einen YouTube-Kanal erstellt, weil ich mir überlegt habe, dass es ja ganz schlimm ist, dass wir uns derzeit nicht sehen können, weil der Kindergarten geschlossen hat. Und ich wollte euch hier jeden Tag ein paar Ideen geben, was ihr so alles machen könnt, während ihr zu Hause seid. Vielleicht Geschichten erzählen, Lieder singen, etwas malen, etwas basteln. Jeden Tag etwas Neues. Schauen wir mal, was da alles kommt. Und ja, ihr könnt euch durch die Videos klicken, die es dann geben wird. Warum können wir uns nicht sehen? Wieso hat der Kindergarten geschlossen? Was soll denn das? Ich weiß nicht, was ihr schon gehört habt, was eure Familien euch erzählt haben, aber es gibt ja im Moment den Coronavirus. Und was ist jetzt ein Virus? Ein Virus, ist ein ganz mini, mini kleines Ding, das einen krank macht. Und man sieht es nicht. Man sieht es noch nicht mal mit einer Lupe. Also nicht mal damit kann man den Virus sehen. Nein, man braucht dazu ein Mikroskop und der kann es dann vergrößern und dann könnte man das sehen. Aber wir haben gar kein Mikroskop, deswegen müssen wir uns den irgendwie vorstellen, unsichtbar. Die Sophie hat ihn gemalt, die stellt sich den so vor, ich zeige euch das mal, schaut mal, der ist bei ihr grün in der Vorstellung und hat hier so kleine Zacken, dann hat er noch zwei Augen, eine Nase und einen Mund und sie glaubt, dass der Virus so aussieht. Aber in Wirklichkeit sieht er natürlich nicht so aus. Ja. Was ist jetzt mit diesem Virus? Warum müssen wir da zu Hause bleiben? Weil der Virus ganz schnell von einem Menschen zum nächsten Menschen hüpft. Wie kann der jetzt hüpfen? Sitzt er auf dem Kopf und hüpft? Nein, der sitzt nicht auf dem Kopf, sondern der ist in einem drinnen, unsichtbar, man sieht ihn nicht. Und wenn der Virus jetzt in dir ist und du hustest in der Gegend herum, zum Beispiel so, dann fliegt er, dann hüpft er mit deinem Husten mit. Oder wenn du sprichst, kommt er mit deiner Spucke mit. Und wenn es jetzt jemandem ins Gesicht fliegt, in die Nase oder in den Mund, dann kann derjenige krank werden. Und das wäre gar nicht gut. Das wollen wir nicht, dass jemand krank wird. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn du husten musst, dann bitte huste nicht in der Gegend herum. Verstreue diesen Virus nicht. Nein, auf keinen Fall, sondern huste richtig. Wie hustest du richtig? Du nimmst deinen Arm hier in der Armbeuge, hier wo du ihn abbiegen kannst, da hinein wird gehustet und zwar so. Und jetzt sitzt der Virus nur hier und fliegt nicht herum. Und noch eine Möglichkeit, wie der Virus sich nicht so schnell ausbreitet und herumhüpfen kann, ist natürlich mit einem Mundschutz. Ist euch vielleicht schon aufgefallen, in den Geschäften gibt es, dass das nicht passieren kann, dass der Virus nicht in alle Richtungen fliegt. Gibt es einen Mundschutz, der sieht so aus, habt ihr vielleicht schon gesehen. Den habe ich mir letztens beim Spar geholt und ich habe ihn ein bisschen verschönert. Ich habe hier, seht ihr, ein Herz gemalt. Den könnt ihr auch gestalten, anmalen, bunt. Und den klemmt man dann so hinter das Ohr hier und hinter das zweite Ohr. Und so, dass die Nase hier und der Mund gut abgedeckt sind. Ja, und wenn ihr jetzt hustet, dann fliegt dieser Virus, springt er nicht auf andere Menschen. Ja, es geht ein bisschen schwer zu atmen, aber es funktioniert trotzdem sehr gut und es sieht auch toll aus, finde ich. Und ich möchte euch jetzt zeigen, falls ihr sowas noch nicht zu Hause habt, wie ihr sowas selbst machen könnt. Das ist nämlich ganz einfach. Ihr braucht dazu einfach ein Tuch. Ich habe hier ein Orangenetz. Es geht jede Farbe, jede Form. Fragt eure Familie, ob ihr ein Tuch haben könnt, ob ihr euch das ausborgen dürft. Es wird auch nicht kaputt, es bleibt so. Und dann braucht ihr noch zwei Haargummiringe. Ganz egal, wie die aussehen. Ich habe die zwei von der Sophie. Und schaut euch mal an, wie man das jetzt machen kann. Los geht's. Also, ihr legt mal das Tuch auf und dann faltet ihr es in der Hälfte zusammen. Und dann noch einmal, je nachdem wie groß es ist, kann es auch mehrmals sein. Jetzt nehmt ihr die zwei Gummiringel und gebt das erste hier hinein. So.
So. Und das zweite auf die andere Seite. Dam, 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 dam. Und jetzt schlag dir diese Ecken hier hinein. Eins und zwei. Und dann habt ihr schon euren Mundschutz fertig. Nämlich hier ist die erste Schlaufe und hier die zweite. So, jetzt hast du deinen Mundschutz selbst gefaltet aus einem Tuch. Und jetzt wird er nur noch hier hinter dem Ohr eingehängt. Eins. Und über die Nase und über den Mund gelegt. Und hinter dem zweiten Ohr auch eingehängt. Und fertig ist es. Und es ist sehr praktisch. Und sieht auch nicht schlecht aus. So, das kannst du dir aus all den Tüchern, die ihr zu Hause habt, selbst machen. Also du kannst jeden Tag einen neuen Mundschutz tragen. Und deine Familie kann das auch gut waschen. Und du kannst es wiederverwenden. Also es ist wirklich praktisch. Was noch ganz, ganz wichtig ist, nicht nur in die Armbeuge zu husten, einen Mundschutz zu tragen, sondern auch sich immer gut die Hände zu waschen. Das weißt du ja schon, das machst du ja sowieso immer, aber jetzt noch ganz, ganz besonders gut und mit viel Schaum. Wie genau, erkläre ich dir jetzt. Zuerst wird das Wasser eingeschalten. Nimm warmes Wasser und mache die Hände nass. Beide Hände, genau. Dann nimmst du dir Seife. Viel Seife, dass es gut schäumt, nicht zu viel Seife. Genau, richtig. Und jetzt verreibe es in den Handinnenflächen. Genau, gut verreiben, dass es schäumt. Dann zwischen den Fingern. Genau, die Finger miteinander verschränken. Dann kommt der Handrücken. Genau, das ist der Handrücken auf beiden Seiten. Dann die Fingerrückseite. Genau, auch die Fingerrückseite muss gewaschen werden. Als nächstes kommt der Daumen, den dürfen wir nicht vergessen. Und dann die Fingernägel dazu. Genau, auf die Fingernägel auf den Handinnenflächen. Genau. Und als letztes kommen noch die Handgelenke. Da sind die Handgelenke, genau, auf der einen Seite und auf der zweiten. Und jetzt, wenn die Seife so gut schäumt, kannst du es abwaschen. Genau. Das Wasser ausschalten und die Hände abtrocknen. Ganz genau. Und so einfach ist Händewaschen. Gut machst du das. So, das war's auch schon für heute. Die Zeit ist total schnell vergangen. Du hast heute drei sehr wichtige Dinge erfahren und gelernt, nämlich wie du richtig hustest, Punkt 1, wie du dir gut die Hände wäschst und wie du dir einen Mundschutz selbst machen kannst. Das würde mich sehr freuen, wenn du das nachmachst und zu Hause ausprobierst und mir dann vielleicht sogar eine E-Mail schickst an die E-Mail-Adresse, die hier unten. Sagst du deiner Familie, jemanden aus der Familie, bitte, ich möchte der Dani eine Mail schicken und hier unten steht die Mailadresse und dann könnt ihr mir ein Foto schicken mit Mundschutz oder, keine Ahnung, eine Zeichnung, was dir einfällt, sehr, sehr gerne, ich mag E-Mails, also melde dich bei mir, gerne, und wenn nicht, freue ich mich schon, wenn wir uns morgen wiedersehen und bis dahin alles Gute, tschüss, baba.